Unsere Kühe und Rinder sind immer mal wieder für eine Überraschung gut. Es ist schon erstaunlich, wie beweglich unsere Tiere mit gewissen Körperteilen sind und wie vielseitig sie diese einsetzen können. Die Zunge zum Beispiel dient nicht nur als Geschmacksorgan, sondern sie ist ganz hilfreich bei der Futteraufnahme, um Futtermittel ranzuholen, die sie vielleicht sonst nicht erreichen können, und dem Maul zuzuführen. Die Zunge dient aber auch der Körperpflege, zum Beispiel um sich die Nase zu putzen oder auch das Fell zu lecken. Der Schwanz der Kuh dient der Insektenabwehr, zum Beispiel wenn es um lästige Fliegen geht, und die Kühe können sie ganz geschickt als Schlaginstrument einsetzen. Ich kann da ein Lied von singen, ich habe schon so manchen Schwanz um die Ohren bekommen. Nun möchte ich euch mal erzählen, was unser Rind, die Moonshine, mit den Ohren anfangen kann. Sie steht hier am Fressgitter, wo sie fixiert werden, unsere Tiere, damit ich in der Zeit die Boxenpflege vornehmen kann. In der Zeit sind sie also am Fressgitter fixiert und sie wackelt mit den Ohren. Ihr seht es jetzt, sie bewegt die Klappe, die die Fixierung bewirkt eigentlich am Fressgitter, so lange hin und her, sodass sie den Kopf wieder rausziehen kann. Da könnt ihr mal sehen, was unsere Tiere uns so manchmal für Streiche spielen können. Und nun wisst ihr auch, woher der Spruch kommt, da schlackerst du aber mit den Ohren. Tschüss.